Ja, also mein Name ist Louis William. Ich bin 27 Jahre alt, habe Politikwissenschaft studiert und bin derzeit beruflich im Kabinett der Frau Bundesministerin Köstinger tätig. Und bin in Simmering nicht aufgewachsen, aber lebe schon seit 15 Jahren hier, habe vieles mitbekommen, miterlebt. Und in erster Linie geht es mir auch darum, dass ich diesen Bezirk mitgestalten darf. Und das war auch der Grund, warum ich vor 3 Jahren circa bei der Jungen Volkspartei in Simmering eingetreten bin und habe mich von dort aus sehr engagiert und sehr viel auch dazu beigetragen, was im Bezirk verändert gehört, was wir machen können. Und ja, mein Ziel ist es, dass ich hier bei der Wienwahl 2020 auch mitgestalten kann. Wir wollen Simmering türkiser machen. Wir haben derzeit einen blauen Bezirksvorsteher. In den letzten 5 Jahren ist zwar ein bisschen was vorangegangen, aber wir haben leider nicht ganz also erreicht, was wir erreichen wollten. Was ist der Grund, warum du dich für die ÖVP entschieden hast? Also generell, die ÖVP ist für mich sehr verbunden mit meinen Werten. Also ich habe in der Vergangenheit ziemlich vieles erlebt, auch in meiner Jugend, von Solidarität bis hin zu diskriminierenden Situationen oder rassistischen Beleidigungen. Also alles durch. Und oft tendiert man natürlich, dass man sagt, ja, ich bin einfach einer, der Ausländer mag oder irgendwie das Gemeinsame immer haben will. Und dann gibt es eine Zeit lang, wo man wieder eine Erfahrung sammelt und sagt, das darf einfach nicht sein. Also das, was hier Menschen machen, die nach Österreich kommen, das darf einfach nicht sein und das darf nicht passieren. Ich tue jetzt nicht alle Menschen unter einen Kamm scheren oder so, sondern somit bildet man sich natürlich eine Meinung. Und für mich ist die neue Volkspartei, die ÖVP, ist für mich die Partei der Mitte, also nicht zu links und auch nicht zu rechts. Ich bin genau das, was in der Mitte ist, weil ich beide Kulturen kenne. Ich habe natürlich einen Migrationshintergrund, ich weiß, wie diese Menschen denken, wie sie ticken und auch die andere Seite, weil ich hier aufgewachsen bin und weiß, wie die Einheimischen über andere Menschen denken oder wie bestimmte Vorurteile aufgebaut sind. Und da habe ich mir meine Meinung gebildet und für mich ist die Neue Volkspartei die Partei, die wirklich Realitätspolitik betreibt. Denkst du, dass die ÖVP Veränderungen bzw. Verbesserungen braucht? Wenn ja, welche? Ich denke, die Neue Volkspartei hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Also seitdem wir unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz haben, haben wir eine Veränderung, eine neue Bewegung miterlebt. Die Partei hat sich gegenüber allen Menschen geöffnet. Es geht nicht mehr darum, also in der Politik generell und in der ÖVP geht es nicht darum, Ausländer oder Nicht-Ausländer, sondern da geht es in erster Linie darum, Leistung erbringen, etwas für die Gesellschaft dazu beitragen. Was viele andere Parteien vielleicht anders aufnehmen, dass das jetzt eine ganz rechte Politik ist oder auch eher eine konservative Politik ist, das ist es absolut nicht. Das ist für mich Realitätspolitik. Und das ist auch das, was wir an Erfahrungen gesammelt haben in der ÖVP. Also ich kann von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich habe sehr viel für die Partei dazu beigetragen, auch für die Gesellschaft. Und man hat mich auch dementsprechend gefördert und gefordert. Und ich habe meine Leistung erbracht und ich werde auch für diese Leistung belohnt. Und das ist jetzt nicht so, dass ich einer mit Migrationshintergrund bin und sage, nein, wir wollen den überhaupt nicht haben. Das ist das absolute falsche Bild von der ÖVP, die hier viele leider haben. Du hast am Anfang die Jugendlichen angesprochen. Meine Frage ist, wie könnte man den Jugendlichen die Politik näher bringen? Wie könnte man sie motivieren, dass die Jugendlichen mehr in der Politik anwesend sind? Das ist eine ganz einfache Antwort, indem man auf sie zugeht und schaut, was diese Jugendlichen brauchen. Und wie gesagt, ich habe mein Programm so aufgestellt, dass ich in erster Linie für die Jugend etwas in der Verkehrspolitik erreichen kann und auch in der Bildungspolitik. In der Verkehrspolitik, wie ich schon erwähnt habe, dass der Nachtbetrieb von den ganzen Verkehrsmitteln aufrechterhalten wird, indem wir
mehr Intervalle beispielsweise bei den Bussen oder bei den Straßenbahnen haben, was ja vieles für die Jugendlichen vereinfachen würde. Wir haben beispielsweise auch, damit wir nicht nur der Jugend, sondern auch den Eltern helfen können, gefordert, dass wir mehr Gymnasien, also Gymnasien im Bezirk in Simmering haben. Wir haben genau 2 Gymnasien und die restlichen Kinder müssen auf die anderen Bezirke ausweichen. Also das sind Sachen, die wir für den Bezirk erreichen können. Und da setze ich mich auch dafür ein. Meine letzte Frage, hast du einen Lieblingsquote? Also nichts ist unmöglich. Wenn man glaubt, dass es unmöglich ist, dann wird man auch meiner Meinung nach sehr wenig erreichen. Und immer wirklich am Ball bleiben, niemals aufgeben. Und das ist nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für Eltern und für Familien etwas, was sehr hilfreich sein kann, indem man gemeinsam Ziele setzt und vieles an neuen Möglichkeiten schafft.